Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu diesem Video. Nachdem jetzt im Mainstream inzwischen seit fast einem ganzen Jahr permanent über die Blackout-Thematik berichtet wird, meldet sich, wie gesagt, nach einem guten Jahr zum ersten Mal der allererste Supermarkt bzw. die allererste Supermarktkette zu Wort und hat heute in der Zeitung heute.at im Prinzip mit einem kurzen Artikel auf sich aufmerksam gemacht. Was denn da drinnen gestanden hat, beruhigte leider überhaupt nicht, denn es scheint halt einfach wieder mal so, als würden die immer nur ein bisschen so halbherzig über die ganze Sache nachdenken. Und genauso hat sich das alles auch gelesen. Der Artikel war überhaupt mal so aufgebaut, dass die Supermarktkette Spar, um die geht es in diesem Artikel, sozusagen mal rausposaunt hat, dass sie sich ebenfalls Gedanken darüber machen, ja, wie würde man denn im Fall eines Blackouts damit umgehen. Insbesondere natürlich, weil die Experten, unter Anführungszeichen, dann gleich mal auch die Paniktrommel rühren, in puncto, ja, die Leute hätten ja viel zu wenig zu Hause und deswegen ist damit zu rechnen, dass im Fall eines Blackouts die ganzen Supermärkte gestürmt werden. Ja, jetzt hat sich praktisch der Spar dazu aufgeschwungen und hat sich Gedanken dazu gemacht, wie kann man denn das Ganze so einigermaßen umgehen, beziehungsweise den Panik-Level runterfahren, weil, naja, wenn viele Leute gleichzeitig unter Anführungszeichen einkaufen gehen, wobei das ist ja schon mal eine sehr komische Bezeichnung, wenn sich die Leute im Regal dann selbst bedienen, aber lassen wir einfach mal das Einkaufen gehen so stehen, ja, dann braucht es im Prinzip so eine Art, nennen wir es mal, Regulator, der schaut, dass halt möglichst viele Leute überhaupt noch was bekommen, weil sonst würde das Ganze ja den Hamsterkäufen ähneln, so wie es am Anfang von 2020, also praktisch März 2020, der Fall gewesen ist. Und ich glaube, da ist der Gedanke schon eher ein Wunsch, der hier geäußert wird. Denn wenn tatsächlich die Panik im Fall eines Blackouts hochkocht, dann behaupte ich einfach mal, dass niemand mehr einkaufen geht, sondern dann geht es um Plünderungen. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Erstens, Hamsterkäufe, ja, kann man bis zu einem gewissen Grad regulieren, insbesondere bei Mengenbeschränkungen, beziehungsweise irgendwie so Kontingentierung von Nahrungsmittel oder generell von Waren. Und Plünderungen, ja, da sehe ich halt einfach die Problematik, dass eine Kontingentierung, also das heißt die Beschränkung von Warenmengen, nicht mehr wirklich funktioniert. Dann hat der Spar im Prinzip auch noch verlautbaren lassen, dass es praktisch den Mitarbeitern frei steht im Fall eines Blackouts, ob sie überhaupt erstens in der Arbeit bleiben oder nicht und zweitens mithelfen wollen aufgrund von einer besonders gefährlichen und Anführungszeichen Situation. Also das heißt, auf der einen Seite hat der Spar sehr wohl im Hinterkopf, dass eventuell bei Plünderungen nicht alles ganz so zivilisiert abläuft und stellt praktisch den Mitarbeitern frei, ob sie dann hier mithelfen und sich sozusagen der Masse entgegenstellen. Und auf der anderen Seite steht dann extra dabei, man versucht den Betrieb aufrechtzuhalten, das heißt Lebensmittel und Wasser gegen Entgelt abzugeben. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Spar hier so einigermaßen weiß, was hier auf ihn zukommt, denn ja, einerseits diese Kontingentierung und andererseits der Wunsch, hier Lebensmittel und Wasser noch gegen Entgelt abzugeben,
ja, halte ich ehrlich gesagt beides für ziemlich nette Fantasien, die aber im Fall des Falles ganz einfach nicht so ablaufen werden. Ja, wenn die Meute kommt, wenn die Leute praktisch realisieren, dass sie einerseits nichts mehr zu Hause haben und andererseits anderen es ebenfalls so geht und sie deswegen Hals über Kopf in den Supermarkt stürmen, um überhaupt noch irgendwelche Vorräte zu ergattern, dann ist die Bezahlung mit Sicherheit das allerkleinste Problem. Also für die Leute, für den Spar ist es das allergrößte Problem, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da dann jemand hinstellt bei der Kasse und sich traut, Kohle zu verlangen, wenn die Menschen in einer derartigen Panik in den Supermarkt stürmen, damit sie überhaupt noch irgendetwas greifen können und irgendwelche Vorräte nach Hause schaffen. Das heißt, das, was der Spar hier versucht hat und aus meiner Sicht komplett kläglich scheitert, wenn man sich mit der Thematik ein wenig auseinandersetzt, ist der Punkt, wo sie glauben, dass noch irgendeine Art von zivilisierten Handlungen stattfinden, wenn die Leute sozusagen im Vollpanikmodus in den Supermarkt stürmen und versuchen, irgendwelche Essensreste unter Anführungszeichen zu ergattern. Dazu kommt, und das habe ich ja schon erwähnt, ja, den Mitarbeitern steht es im Prinzip frei, so steht es halt in dem Artikel drinnen, im Fall einer von gefährlichen Situationen den Arbeitsplatz zu verlassen. Und meine persönliche Meinung ist, das beginnt schon weit vorher, also weit bevor die Menschen realisieren, dass sie im Prinzip nichts zu Hause haben und nicht die einzigen sind, die nichts zu Hause haben und jetzt praktisch in den Supermarkt rennen, sondern es beginnt im Prinzip genau in dem Moment, wo der Strom ausgefallen ist, also praktisch zuerst fällt der Strom aus, dann wird wahrscheinlich einige Zeit überbrückt werden, in welcher Form auch immer, und dann realisieren die Leute, dass der Strom so schnell nicht wiederkommt. Und genau in dem Moment wird es beim Spar keinen einzigen Mitarbeiter mehr geben, der sich dorthin stellt, um den Menschen noch irgendeine Ware auszuhändigen und zu verkaufen. Warum? Weil nämlich auch die, die dort stehen sollen, unmittelbar davon betroffen sind, dass sie möglicherweise nichts zu Hause haben oder deutlich zu wenig. Das heißt, auch die fahren genau den gleichen Panikmodus wie die ganzen anderen, die in den Supermarkt rennen und versuchen, irgendwas zu ergattern. Hier hat der Spar zwar eine theoretische Lösung, müsste allerdings gleichzeitig so viel bevorratet haben, dass er seine Mitarbeiter zuerst versorgt, damit die aus dem Panikmodus rauskommen. Und da spießt die ganze Sache, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Supermarkt jene Weitsicht aufbringt, dass die eigenen Mitarbeiter schon mal im Vorhinein, auch wenn sie nicht selbst vorgesorgt haben, abgesichert sind. Hier scheitert das gesamte Konzept des Spar, weil er eben genau keine Mitarbeiter haben wird, die irgendwie in den Supermärkten da sind, insbesondere wenn es dann in den zweiten Tag reingeht und die Leute realisieren, der Strom kommt nicht. Ja, ist ein sehr, sehr netter Versuch gewesen, abgesehen davon, wie gesagt, ich meine, da kann man dann moralisch darüber nachdenken, wenn in einer Vollpanik-Situation der Spar immer noch ein Geld haben will für seine Ware, während er im Prinzip ganz genau weiß, wenn die Meute da ist, dann brauchen die eine polizeiliche Absicherung, sonst wird da keiner mehr eine Kohle rüberschieben. Weil die gehen einfach rein und nehmen sich, was sie brauchen, weil die Panik in diesem Moment so hoch ist, dass es denen völlig egal ist, ob der andere etwas bekommt oder nicht und auch, ob sie den Spar damit schaden oder auch nicht. Das heißt, wir sind dann vom Panikmodus in einem Level, der ganz offensichtlich beim Spar nur kurz angedacht wurde, eben mit dieser gefährlichen Situation, aber nicht zu Ende gedacht wurde. Schade,
an dieser Stelle, denn ich glaube, wenn sich überhaupt mal eine Supermarktkette aufschwingt, und wie gesagt, das ist ja die erste, die sich dazu überhaupt einmal geäußert hat, von allen anderen hört man ja nichts anderes als Schweigen, dann müssten die sich eigentlich wirklich mit den Blackout-Profis, beispielsweise vom Bundesheer, zusammensetzen und mal schauen, wie bekommen wir denn überhaupt mal die eigenen Mitarbeiter aus dem Panikmodus raus. Ja, das betrifft dann nicht nur die Mitarbeiter, die da drinnen stehen sollen, sondern logischerweise auch deren Familien. Auch die fahren ja im Prinzip das gleiche Panikprogramm, wenn es soweit ist. Das heißt, hier muss zuerst einmal ein Sicherungsnetz unter Anführungszeichen geschaffen werden, damit wirklich dieser Paniklevel unten bleibt. Und dann müsste sich der Spar auch noch ein Sicherheitskonzept dazu überlegen, wie denn überhaupt eine halbwegs geregelte Ausgabe möglich ist. Denn mit dem Gedanken, dass die paar Mitarbeiter dann eine Masse heranstürmender Panikmenschen bedienen, wird es auch nicht funktionieren. Also sogar wenn die eigenen Mitarbeiter abgesichert sind, sogar wenn aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Kassensysteme funktionieren, tun sie höchstwahrscheinlich nicht. Ich nehme mal an, dass dann irgendein Notprogramm funktioniert. Wenn sie die Schiebetüren aufbekommen und so weiter, das heißt, das ist alles dann sowieso nur mehr oberflächlich, das muss sowieso schon alles funktionieren, aber es muss auch ein Sicherheitskonzept geben, denn ohne Sicherheitskonzept bleibt der Panikmodus hoch genug, dass sie einfach diesen Supermarkt überlaufen und hier weder was bezahlt wird, noch die Mitarbeiter dagegen halten können, höchstwahrscheinlich sogar noch gefährliche Situationen für die Mitarbeiter entstehen, wenn sie sich praktisch der Masse entgegenstellen und eventuell Geld verlangen und so weiter und so weiter. Also einfach nur dieser kleine Mini-Artikel, das ist bei Weitem nicht genug, lieber Spar. Da muss viel, viel mehr nachgedacht und vor allem vorgedacht werden. Sonst hat es de facto keinen Sinn und man gefährdet nur die eigenen Leute. Schade, da könnte man richtig was draus machen. Ich hoffe, der Spar ist sich dessen bewusst, dass er sich hier noch einmal deutlich besser positionieren muss, hinsetzen muss und das Ganze so nachschärfen muss. Oder möglicherweise haben sie das in dieser Breite, die ich jetzt angesprochen habe, einfach nur nicht angesprochen im Artikel. Möglicherweise gibt es da bereits was. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wie gesagt, sonst werden nur die eigenen Mitarbeiter gefährdet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Bis bald. Bye, Michael.